Hallo meine Lieben, heute machen wir eine leckere schokoladige Torte mit ganz feiner Creme. So, und jetzt zum Rezept. So lecker kann eine Torte sein. Schaut mal, schön weich. Dann machen wir erstmal den Teig. Ich habe hier Eier. Ich gebe dazu eine Prise Salz und Zucker. Mit dem Mixer das Ganze sehr lange verrühren, so circa 6-7 Minuten. Schaut mal, so eine Masse bekommen wir. Perfekt. Jetzt werde ich hier 50 ml Wasser unterrühren, nochmal schnell mit dem Mixer. Jetzt brauchen wir den Mixer nicht mehr. Durch ein Sieb kommt Kakao, das Mehl. Der Backofen heizt schon auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Ein Teelöffel Backpulver. Ein Teelöffel reicht. So. Das Ganze jetzt nicht mehr mit dem Mixer, sondern mit so einem Löffel gut verrühren. Jetzt habe ich eine Backform genommen, unten habe ich Backpapier und das ist jetzt 25 cm. Ich denke von 24 bis 26 cm sollte der Durchmesser sein. Die Ränder braucht man nicht mit Butter einzupinseln. Nun kommt unser Teig hinein. Schön gleichmäßig verteilen und erst wenn der Backofen vorgeheizt ist, geht es in den Backofen. Solange machen wir die Creme. Ich habe hier Eier, ich gebe dazu Zucker, zwei Tüten Vanillinzucker. So, dann brauchen wir Speisestärke. Na, komm, komm. Und das Ganze mit dem Schneebesen gut verrühren. Jetzt geben wir dazu die Milch. Nochmal umrühren und zum Kochen bringen. Möglichst nicht zu heiß. Von maximal Stufe 9 werde ich das auf Stufe 7 erwärmen. Wenn wir das zu heiß machen, brennt es schnell unten an und naja, dann versaut es uns den ganzen Geschmack. Da haben wir unseren Pudding. Schaut mal, der ist schön dickflüssig geworden. So brauchen wir das. Nun kommt es zum Abkühlen entweder in den Kühlschrank oder nach draußen bei der Kälte. Entweder man macht so eine Frischhaltefolie drauf, direkt da drauf, dass sich keine Kruste bildet, oder man rührt einfach ab und zu mal um. Dann haben wir unseren Boden, den habe ich vor 10 Minuten rausgeholt und hier auch in der Küche etwas kühlen gelassen. Nun habe ich ihn mit einem scharfen Messer vom Rand gelöst. Und wenn ihr so ein Gitter habt, super, einfach da drauf abkühlen lassen. Und zwar mit dem Kopf. So, Moment, Dico. Auf den Kopf umgedreht. So. Einmal. So. So muss er jetzt komplett abkühlen. Den Tortenboden schneiden wir in drei gleich große Teile. Und zwar habe ich so einen Tortenbodenschneider. Das ist ganz praktisch. Man kann das aber auch mit einem langen Messer machen. So, einmal habe ich. Das ist jetzt ein Teil. Wunderschön, perfekt. So brauchen wir das. Und jetzt schneide ich noch einmal hinein. Zimmerwarme Butter wird geschlagen, bis sie schön hell ist. Dafür habe ich jetzt circa 3 Minuten gebraucht. Jetzt gebe ich nach und nach hier unsere Creme hinein und einrühren. Und so weiter, bis alles aufgebraucht ist. So, perfektico. Nun habe ich hier den Teller, wo das hinkommt. Habe eine schöne Serviette hin. Und ich lege das mit Backpapier aus. Dann kann ich das nämlich so unten rausschieben. Und der Rand wird nicht in Schokolade bleiben. Nun gebe ich einen Boden. So. In die Mitte. Und darüber gebe ich den Rand, indem ich den Kuchen noch gerade gebacken habe. So, einklemmen. Perfekt. Nun kommt unsere Creme. Die
Hälfte von der Gesamtmenge kommt jetzt hier drauf. Verteilen. Hier drauf. Die Mitte. So. Schön gerade drücken. Und die restliche Creme. So. Die wird auch noch glatt gestrichen. Und der Deckel. Perfekt. Schön andrücken. Butter und Schokolade bei ganz schwacher Hitze erwärmen. Es darf auf keinen Fall blubbern. Also wirklich nur, also ich habe jetzt von maximal Stufe 9, habe ich jetzt sogar 3 an. Ne? So. So, das gieße ich jetzt hier drüber. Also 100 Gramm Schokolade hat nicht gereicht für die Seiten, deswegen nehmt lieber doppelt so viel, 200 Gramm. Ich habe jetzt nochmal Zartbitterschokolade gefunden, die ist etwas dunkler aufgetaut mit der Butter und auch an den Rand gemacht, dann hat es gereicht. Okay, so Sachen passieren dann manchmal. Gut, dass ich noch Schoko da hatte. So, jetzt befreie ich das hier. Aua! Die Torte sollte jetzt circa 2 Stunden mindestens mal stehen und durchziehen. Wenn ihr das heute Abend zum Beispiel isst, dann kann sie auch in der Küche stehen bleiben, ansonsten in den Kühlschrank. Man kann sie auch einen Tag vorher schon vorbereiten und im Kühlschrank durchziehen lassen. Freunde, so leckere Torte, die Creme, die passt so wunderbar zu diesem leckeren Biskuitteig. Perfekt. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Freue mich über eure Likes, über eure Kommentare und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia. Boah, ist das lecker. Die Creme ist der Wahnsinn.